Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Druidin Lumia hier am Stissel im Auge des Sturms. Ich zeige euch nach wie vor einmal kurz meine Talente, hat sich aber glaube ich nichts geändert und auch mein Gear. Das ist auch nach wie vor gleich geblieben auf 411er Gegenstandsstufe. Und dann würde ich sagen, geben wir uns hier nochmal Mal der Wildnis und gehen auch schon rein in die Olga und schauen mal, was das Ganze hier gibt. Wir können jetzt hier zum Blutelfenturm gehen. Ich glaube, das werde ich auch erstmal machen, zusammen mit dem Schamanen hier. Gehen wir da hin. Oh, übrigens. Sehr nice. Ich glaube, das ist die. Ne, warte mal. Was ist das für eine. Bronzebart? Was ist das für eine Rüstung? Weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann alles sein. Da bin ich ein bisschen überfragt. So, und jetzt nehmen wir die Base hier mal schnell ein. Müsste eigentlich relativ schnell gehen zu dritt. Und dann können wir direkt mal weiter gucken. Sieht auch ziemlich geil aus. Der Rogue hier, hallo. So. Ja, Deutsche passen halt gut zur Rüstung, aber ich finde, die sind ein bisschen too much irgendwie. Sind ein bisschen too much, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt gleich mal darüber. Normalerweise müssten wir jetzt gleich ohne Probleme rübergehen können. Ich denke mal. Das werden wir auch machen. Vielleicht kommt der Rogue oder so ja mit. Das wäre ja ziemlich nice. Aber vielleicht kommen sie auch nicht mit. Bleiben da höchstens stehen die ganze Zeit. Okay, hier ist ein DK. Und da ist auf jeden Fall auch noch ein. Stimmt, wir spielen ja Katze. Ich kann mich ja unsichtbar machen. Da ist auf jeden Fall ein DK und da ist auch noch ein Hunter, weil der sein Leuchtfeuer hingelegt hat. Da müssen wir dann drauf aufpassen. Ich würde mal hier so langsam reinsteppen. Der Rogue kommt auch schon von hier. Ja, ist halt jetzt die Frage. Geht man hier drauf? Ja, aber das. Scheint schon mal gut auszusehen, würde ich sagen. So. Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Da können wir wieder in Stealth gehen. Hier auf jeden Fall anspringen. Ja, vielleicht mal jetzt die Insignie benutzen. Na, okay. Nicht so gut. Na, okay, wir können jetzt hier in den Stealth rein. Da sind wir zum Glück noch entkommen. Aber unseren Mate hat es leider erwischt. Für den lief das dann doch nicht ganz so rosig. Ist jetzt halt die Frage, bleiben wir weiter drauf? Da ist jetzt aber halt, nein, da sind halt zu viele, ne? Vor allem jetzt für uns alleine sind da definitiv zu viele. Hier sind noch andere Kollegen, die jetzt hier lang steppen. Aber jetzt ist halt die Frage, was machen wir als nächstes? Wir können doch mal versuchen, Teufelsherrscher-Ruin zu inken. Vor allem, weil da jetzt niemand ist. Und dann kann man sich da eigentlich immer ganz gut im Hintergrund verstecken. Das wäre zumindest so das, was ich jetzt erstmal machen würde oder vorschlagen würde. Dass wir hier mal in den Teufelsherrscher-Ruin reingehen und uns da hinten irgendwo hinstellen. Vorausgesetzt, hier ist jetzt kein Rogue oder so, der irgendwie so defft. Okay. Der Kollege da hinten hat das gleiche vor. Nur halt eben mit unserer Base da hinten. So, aber hier sollte uns erstmal so schnell keiner sehen. Dementsprechend würde ich sagen, versuchen wir das erstmal einzunehmen. Und dann kann man immer noch weiter schauen. Ah, okay, ne. Hier kommt man nicht durch. Mann, mach das aus. Wieso war ich im Stealth die ganze Zeit? Macht gar keinen Sinn. Ich will nicht im Stealth sein. Ich will diese Base hier einnehmen. Ja, die zergen da halt, ne? Die zergen da halt ohne Ende. Und der Kollege könnte jetzt theoretisch die Flagge dann abgeben, aber steht halt auch 3 zu 1 in den Basen. Das ist eigentlich nicht so gut. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Aber wir haben es zumindest gleich geschafft, die hier irgendwie. Runter zu deffen. Und hier irgendwie wenigstens ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Vorausgesetzt, das klappt. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Kann sein, kann nicht sein. So, okay. Sehen die mich? Ich glaube, die sehen mich nicht. Aber die werden halt jetzt spätestens, wenn das hier umschwenkt, werden die jetzt halt alle hier hinlaufen und dann bin ich eh frisch Futter. Frisch Fleisch. Okay, es geht hier zurück, weil die Kollegen da hinten stehen. Das wollen wir nicht haben. Sprich, wir nehmen uns hier den Berserker-Buff. Könnten jetzt theoretisch auch
Na. Das will ich eigentlich nicht. Dann können wir halt hier runter gehen. Und hier irgendwie noch versuchen wegzukommen. So, dann können wir hier mal mit Urzorn rein. Sollte eigentlich gar kein Problem sein. So, und den Kollegen hier nochmal ordentlich zermömmeln. So, hier nochmal Tigerfuror an. Dann hier auf jeden Fall auf den Heiler. Okay, wir kriegen jetzt hier einen Wirbelsturm rein. Das ist nicht so nice. So, pass auf. Zack. Na, okay. Können hier halt nochmal drauf. Zack, irgendwie unsere Blutungseffekte halt drauf machen. Das hat schon mal gut funktioniert. Wen als nächstes? Da ist auf jeden Fall nochmal der Heal am Start. Na, okay, komm. Ja, ich hab's verstanden. Okay, ich hab da nochmal jetzt fälligerweise mein Dings drauf gemacht. Das war nicht so clever. Ja, ist ja gut. Jetzt kriege ich komplett auf die... Kriege ich komplett hier aufs Gesicht. Ja, okay. Schade. Da habe ich komplett aufs Gesicht bekommen. Aber gut. Das war weniger erfolgreich. Die Horde führt hier auch souverän 700 zu 400. Mit 3 zu 1. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Wenn man dann entsprechend auch noch auf den Basen weniger hat, dann wird es halt ein bisschen tricky. An der einen oder anderen Stelle. Na, dann müsste man schon die ganze Zeit die Flagge holen, aber das wird vermutlich nicht knappen. Wenn der Gegner schon in den Basen die Überhand hat, dann holt man die Flagge eigentlich nicht dauerhaft. Das habe ich zumindest noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Kann gut gehen, muss aber nicht tatsächlich. So, okay, wir folgen mal dem Krieger hier, der sieht sehr entschlossen aus. Ja, Mock ist auch jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber kann man mit Sicherheit machen. So, und dann können wir jetzt mal schauen. Pass auf. So, könnt ihr die Flagge nehmen, könnt ihr halt abgeben. So, zack, das hat sehr gut funktioniert. Sehr, sehr schön. Und können wieder ins Stealth gehen. Hallo? Achso, ich habe die Flagge, okay. Alles klar, ich dachte, der Krieger hat die. Aber nein, ich habe sie. So, das ist natürlich erstmal ganz geil. Aufgrund dessen, dass wir... Huch, hallo. Aufgrund dessen, dass wir hier die Flagge jetzt auch abgeben können gleich. Vor allem, wenn jetzt hier noch mehr Kollegen kommen. Wir haben die Flagge. Aber gut, es bringt uns halt fast gar nichts. Ne? Wir haben keine einzige Base, außer die, die wir gerade einnehmen. Und es wäre eigentlich gut, wenn die Kollegen hier stehen bleiben würden. Weil sonst kriege ich es, glaube ich, nicht hin, die hier gleich abzugeben. Und ich glaube, die Horde wird gleich bestimmt irgendwann sehr tiltet werden. Und will uns hier an die Wäsche, beziehungsweise rüber zu uns. Deswegen sollten wir sehr schnell gucken, dass wir das hier irgendwie jetzt so hinbekommen, dass, ja, da kommen sie schon. Ach, da kommen sie schon. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Na, okay. Ah, kannst du halt von vorne bis hinten kannst du das vergessen. Ne? Selbst in Bärform gar keine Chance. Jetzt haben die auch die Flagge abgegeben. Also auch an der Stelle nichts für uns zu holen. Das haben wir sehr souverän verkackt. Sehr, sehr souverän verkackt. Na gut, ich würde sagen, das war's an der Stelle mehr oder weniger. Ich habe versucht, die Flagge wirklich so gut wie es geht zu halten, aber die Kollegen sind halt nicht bei mir geblieben, das war ein bisschen ein Problem, weil wir waren nicht schnell genug, indem wir die Basis eingenommen haben, das hat irgendwie nicht schnell genug funktioniert. Ich würde hier nochmal zu den Teufelsherrscher-Ruinen gehen, auch wenn es vermutlich fast gar keinen Sinn mehr macht, aber ja, bis zum Ende den Sinn des Spiels zu verfolgen, sollte schon unser Ansporn sein. So, bla 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 bla. Okay, hier ist Schurkin. Die haben wir jetzt mal hier am Start. So, pass auf. Pass auf. Das bringt dir aber so nichts.
Nur so als kleiner Tipp, du musst schon aus dem Stealth raus sein, damit wir die Base hier überhaupt einnehmen. Und ich finde das so geil, dass mittlerweile diese Flaggenträger-Balken da wieder angezeigt wird. Das ist echt so immens wichtig, zu sehen, wer hat die gerade und wo ist er. Weil sonst musst du immer wie so ein Trottel auf die Karte gucken. Klar, du kannst es auch hier sehen, aber man könnte sich es auch einfacher machen. Aber ja, nichtsdestotrotz war es das, glaube ich, tatsächlich an der Stelle. Der wartet jetzt hier, bis er die Flagge dann letztendlich zum Win abgeben kann. Ne? Aber meint, er könnte sie auch jetzt abgeben. Spielt dann letztendlich auch keine Rolle mehr. So, wir können hier. Wir können hier aber nochmal. Na, komm. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. AZ. Und wir können hier nochmal drauf gehen. Nein, nein, nein. Ich würde gerne auf den. Und so, und dann können wir hier nochmal ordentlich reinbürsten. Und so, und hoffentlich nicht sterben. Das wäre somit das Beste. Oh, nein. Möchte nicht sterben. Nein, nein, nein. Ah, okay, sehr gut. Ich dachte gerade schon, wir sterben, aber haben wir nicht. Ja, liebe Leute, es war leider nichts. Wir haben an der Stelle leider verloren, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Ich fand es an sich trotzdem nice, also es hat Spaß gemacht. Aber Katze ist halt generell geil, ne? Macht halt sehr viel Spaß, also da kann man echt nichts sagen. Und ja, an der Stelle, liebe Leute, bin ich erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Haut da rein, euer Zabanos. Ciao, ciao.